Du möchtest den Einstieg ins Usenet wagen? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Du hast vielleicht schon angefangen, dich zu informieren und bist über Begriffe wie Newsreader gestolpert. Auch, dass du wohl irgendeinen Provider brauchst, um das Usenet zu nutzen. Ich versuche in diesem Video den Einstieg so einfach wie möglich zu erklären. Dazu wählen wir uns einen Provider aus, der das Beste aus beiden Welten vereint. Der Provider News Hosting, den ich hier vorstelle, kann mit einem eigenen Newsreader benutzt werden. Das heißt, du musst dir im ersten Moment erstmal gar keine Gedanken machen, wie du das Usenet nutzen willst. Du kannst einfach direkt loslegen. Möchtest du später aber einen anderen Newsreader oder Automationen benutzen, dann kannst du immer noch bei diesem Provider bleiben und auch den Newsreader deiner Wahl damit konfigurieren. Los geht's nach dem Intro. Dieses Video ist jetzt in Kooperation mit News Hosting entstanden. Damit ich das hier zeigen kann, hat mir News Hosting einen Account zur Verfügung gestellt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn dich das Video weitergebracht hat, wenn du meinen Affiliate-Link nutzen würdest. Mehr habe ich jetzt aber für dieses Video nicht bekommen. Hier oben gehe ich einfach mal auf Usenet Plans und dann kann ich mir anschauen, was News Hosting anbietet. Es gibt auch immer wieder Angebote bei News Hosting. Ich schaue mal, ob ich den Voucher einblenden kann oder schaue mal in die Videobeschreibung. Wenn es einen Voucher gibt oder ein günstigeres Angebot als das, was hier angezeigt wird, dann versuche ich das natürlich auch zu verlinken. Das Schöne bei News Hosting ist erstmal, dass es eine Testperiode gibt. Hat einem News Hosting nicht gefallen, kann man vom Vertrag wieder zurücktreten. Bei einem Usenet-Provider immer ganz wichtig ist diese Retention Time hier und die SSL-Verschlüsselung. Wobei ich sagen muss, SSL wird bei den meisten jetzt schon angeboten. Die 50 GB hier im Monat, die finde ich ein bisschen knapp bemessen bei 10 Euro, muss ich zugeben. Ich würde da ehrlich gesagt lieber hier auf diesen Plan gehen, der halt 13 Dollar im Monat kostet. Dafür ist man hier unlimitiert am Start. Den Account, den ich jetzt für dieses Video verwende, das wäre quasi das Äquivalent zu diesem XL Power Pack. Ich habe schon gesehen, auf meinem Account sind 60 Verbindungen möglich. Das mit den Verbindungen, da kommen wir aber später noch dazu. Also hier also einfach Start Free Trial klicken und zumindest mal ausprobieren und wenn es einem nicht gefällt, dann lässt man es sein oder ihr folgt jetzt meinem Video weiter und wir schauen mal, was man mit so einem Konto hier anfangen kann. Vorhin habe ich ein bisschen die Retention Time übersprungen, das ist die Zeit, wie lange der Provider Dateien vorhält. Das heißt, wurde vor 10 Jahren mal eine Datei ins Usenet hochgeladen, dann bräuchte ich eine Retention von 365 mal 10, wir lassen jetzt mal die Schaltjahre weg, dann bin ich so ungefähr bei 3600 Tagen. Das heißt, die 4600 Tage ist deutlich über 10 Jahre. Ich muss mir hier also keine Sorgen machen, dass alte Dateien nicht mehr verfügbar sind. Wer sich schon etwas besser mit dem Usenet auskennt, für den sind diese Serverdetails hier interessant. Hier gibt es einen Port und eine NNTP-Serveradresse. Die wollen wir jetzt aber mal nicht benutzen. Sondern ich habe ja angekündigt, dass News Hosting seinen eigenen Newsreader zur Verfügung stellt. Gerade für Anfänger ist das natürlich interessant, denn man muss sich jetzt hier keine Gedanken machen, welchen Provider nehme ich und welchen Newsreader, sondern man hat hier erstmal alles aus einer Hand. Ich habe hier Windows und dementsprechend lade ich hier die Version 3.1.0 einmal runter und installiere das Ganze jetzt. Einfach weiter installieren. Und jetzt kann ich das Ganze direkt ausführen. Ich hatte den schon mal installiert, eventuell hat er deshalb erkannt, wer ich bin und ich musste mich gar nicht einloggen. Normalerweise kommt jetzt hier noch so ein Login-Fenster. Ich kann jetzt hier auch auf Einstellungen gehen, dann sehe ich auch, als wäre ich eingeloggt bin. Also das ist eigentlich unkompliziert. Wenn wir jetzt aber schon in den Einstellungen sind, dann würde ich jetzt noch ein paar Tipps geben. Nämlich zum Beispiel gehe ich mal hier auf Verbindung und es kommt jetzt so ein bisschen auf deine Verbindung an, die du hast. Was du hier einstellen möchtest. Was du auf jeden Fall einstellen möchtest, ist hier unten der SSL-Port. Der ist standardmäßig nicht gesetzt, den sollte man aber auf jeden Fall setzen. Du könntest jetzt auch die Verbindungsgeschwindigkeit limitieren, falls zum Beispiel jetzt nebendran jemand eine Videokonferenz machen will. Ich habe jetzt hier ja den Vertrag mit den 60 Verbindungen. Wir können ja mal testen, was das für einen Unterschied macht. Ich stelle jetzt einfach mal 30 Verbindungen ein und jetzt kann ich direkt das Usenet durchsuchen und Dateien herunterladen. Ich habe jetzt einfach mal nach OpenSUSE gesucht, einfach deshalb, weil ich da eine schön große ISO-Datei runterladen kann und man ein bisschen was bei der Geschwindigkeit sieht. Ich mache einen Rechtsklick drauf und gehe auf Downloaden. Und jetzt startet dann direkt der Download. Hier oben auf Transfers kann ich das jetzt auch noch im Detail sehen. So, aber wir wollen ja sehen, wie schnell das Ganze geht. Ich muss natürlich sagen, so richtig als Speedtest kann ich jetzt dieses Video nicht hernehmen. Ich bin in der virtuellen Umgebung, die könnte das Ganze potenziell ausbremsen.
Trotzdem finde ich, sieht man, dass die Geschwindigkeit ziemlich gut ist und wahrscheinlich schneller als die meisten Internetanschlüsse in Deutschland. Witzig finde ich jetzt, der hat jetzt mal direkt abgebrochen, weil meine Festplatte C fast voll ist. Ja, hat er prinzipiell recht. Wir haben aber gesehen, dass die Geschwindigkeit an die 500 Mbit heranreicht. Das Schöne bei diesem Newsreader ist jetzt auch noch, dass ich NZB-Dateien öffnen kann. Was sind NZB-Dateien? Vielleicht kennt das der eine oder andere vom One-Click-Hosting. Da habe ich sogenannte DLC-Dateien. Das sind einfach Container-Dateien, ähnlich wie auch zum Beispiel im Torrent-Netzwerk, die man benötigt, um an bestimmte Dateien zu kommen. Aber für den Anfang bleiben wir jetzt hier einfach mal beim News-Hosting-Newsreader. Möchte ich jetzt also Dateien wie zum Beispiel Linux herunterladen oder lizenzfreie Filme wie Big Bug Bunny, dann bin ich hier schon mal gut aufgehoben. Findet man bestimmte Dateien nicht in diesem Netzwerk, muss man sich auf die Suche nach NZB-Dateien machen. Das geht zum Beispiel in bestimmten Foren. Die kann man jetzt hier glücklicherweise auch reinladen. Deshalb für den Anfang und den Einstieg ins Usenet würde ich Newshosting empfehlen. Wenn euch dieser Newsreader irgendwann zu blöd wird, gibt es jederzeit die Möglichkeit, einfach nochmal hier zurück auf den Account zu wechseln und diese Serverdetails in den Newsreader eurer Wahl einzutragen, zum Beispiel subnzbd. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich jetzt nicht nur über ein Abo, sondern natürlich auch über einen Klick auf meinen Affiliate-Link, der dich direkt zu Newshosting führt. Wenn du über diesen Link einen Account kaufst, dann profitiere ich davon.